wie man einsteigt, aufsteigt und die Karriere macht, die man sich wünscht. Das sind natürlich persönliche Vorstellungen und Entscheidungen. Wie jemand gemeinsam mit Anders gewachsen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Betriebswirtschaftliche, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, hat mich sehr gereizt, schon von Kindesbeinen auf. Ich bin hier meinen Berufsweg angetreten mit dem Gefühl der Überwältigung der vielen Themengebiete. Die Vielfalt zwischen gleich wirkenden Problemstellungen in anderen Unternehmen ist einfach so immens, dass eigentlich kein Projekt wie das erste, wie das zweite, wie das dritte läuft. Meine Vision war weniger, ich sehe mich in 5 Jahren auf dem Stuhl meines Gegenüber oder Ähnlichem, sondern es ging darum, Erfahrung zu sammeln und sehr, sehr viel zu sehen. Das war meine Intention und das war das, was ich als den größten Benefit der Beratung für mich selbst eigentlich gesehen habe bei Einstieg. Und das ist auch heutzutage immer noch so. Ich habe bei uns den klassischen Werdegang von der Universität genommen. Bei mir in diesem speziellen Fall mit Masterabschluss. Das heißt, ich bin bei uns als Consultant eingestiegen. Der besondere Aspekt an unserem Team ist letzten Endes das gemeinsame Verfolgen der Ziele. Und das wird sowohl vom Analyst bis hin zum Partner auch so verstanden. Wenn ein Unternehmen sich in einer akuten Krise befindet und sehr viel Unsicherheit bei den Mitarbeitern des Unternehmens herrscht, dann lernt man als erstes, was es tatsächlich bedeutet, Restrukturierungsberater zu sein. Jungen Mitarbeitern bei uns empfehle ich regelmäßig, diese Naivität, mit der man zu Beginn an den Job herangeht, sich möglichst lange zu wahren. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Schatz für die eigentliche Entwicklung. Meine Karrieremöglichkeiten und meine bisherige Karriere bei Anders verbinde ich aktuell mit sehr großer Dankbarkeit, aber auch weiterhin sehr hohem Ehrgeiz. Und so wird auch jeder Tag, der morgige, der übermorgige, weiterhin auch neue Themen mit sich bringen, die auch für mich nach den Jahren noch neu sind. Eine sehr inspirierende Geschichte, finde ich. Aber natürlich nicht die einzige, die sich bei uns abgespielt hat. Vielleicht erzählst du ja schon die nächste. Wenn du weitere Informationen über Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Sabbaticals, Homeoffice-Lösungen und so weiter erfahren möchtest, schau einfach mal auf unsere Karriere-Website.